schönen Donnerstag und quasi auch wieder zurück im alten Setting. Für mich geht's gleich ins Gericht bzw. zur Staatsanwaltschaft. Es hat sich endlich herausgestellt, wer denn der Vertreter von meinem Vertreter ist, weil ich bin morgen tatsächlich im Sitzungsdienst eingeteilt. Bis gestern hatte ich ja tatsächlich auch Urlaub, wurde dann aber schon netterweise kontaktiert und angerufen, damit ich weiß jetzt, wo meine Akten sind, weil nämlich mein Ausbilder im Urlaub ist und sein Vertreter, der mich eigentlich übernehmen sollte, spontan erkrankt ist. Aber da wurde mir am Dienstag schon Bescheid gesagt, wer jetzt für mich quasi zuständig ist und wo meine Akten gelandet sind. Und die gehe ich jetzt jedenfalls abholen, weil ich morgen wieder im Sitzungsdienst bin. Und dann auch tatsächlich das letzte Mal in dieser Station. Da meine Station ja nur bis morgen geht, gibt es da tatsächlich keine andere Möglichkeit mehr. Für die, die neu sind, ich hatte schon vor meinem Urlaub gesagt, dass das quasi meine letzte Sitzung ist. Weil ich dachte, wenn man die Hälfte der Woche noch im Urlaub ist und der Ausbilder auch im Urlaub ist, dass einem dann der Sitzungsdienst erspart bleibt. Aber da habe ich falsch gedacht. Was jetzt ganz negativ klingt, so negativ ist es gar nicht, weil ich war wirklich das letzte Mal beim Sitzungsdienst tatsächlich fast ein bisschen wehmütig. Deshalb finde ich das gar nicht so schlimm. Also Stand jetzt, ich weiß ja noch nicht, was mich für Akten und Delikte erwarten. Deshalb hoffe ich mal, dass es nur so regular Sachen sind, die mir jetzt nicht allzu sehr einen Strich durch die Rechnung machen. Aber dann würde ich jedenfalls sagen, dass es für mich jetzt zur Staatsanwaltschaft geht und dafür ist das hier mein Outfit of the Day. Dann würde ich sagen, nehme ich euch mal wieder mit. Zurück im Auto, ich muss noch nach Hause fahren. Aber ich habe Akten bekommen, es sind 5 dieses Mal, aber es ist alles ziemlich ähnlich. Also ich habe tatsächlich 4 Fälle des Diebstahls und einen Betrug und da ist jetzt auch nichts Weltbewegendes eigentlich dabei. Wenn sich alles so herausstellt, dass es auch genauso war, wie es in der Akte jetzt gerade steht, dürfte es jetzt eigentlich keine Probleme geben und dürften es relative Basic-Fälle sein. Deshalb bin ich mal gespannt, ob das auch wirklich so ein schöner, entspannter Abschluss wird denn morgen. Also ich habe die Akten abgeholt, hatte dann Zeit, mir die Akten zu Gemüte zu führen und habe mir da rausgeschrieben, was ich beantragen möchte und was ich als problematisch erachte. Und dann bin ich wieder zu dem Staatsanwalt rein, der mich dieses Mal betreut quasi, weil mein Ausbilder ja nicht da ist. Und bin die mit ihm durchgegangen und ehrlich gesagt haben wir uns total gut verstanden und uns dann noch so ein bisschen verquatscht und so generell über die Justiz geredet. Auch generell über die Staatsanwaltschaft und was ich mir dann später mal so vorstellen könnte und wo ich jetzt meine nächsten Stationen so absolvieren werde. Und es war eigentlich ein richtig nettes Gespräch und ich fand es auch wirklich mal gut. Er ist sehr motiviert in seinem Job auf jeden Fall, aber er hat halt auch so ein paar Bedenken geäußert und auch gesagt, wo er kritische Stellen so sieht, Punkt Personalmangel angeht und die Belastung, die halt sehr, sehr hoch ist. Was ich aber halt auch eigentlich ganz gut finde, weil sonst versuchen die meisten Ausbilder einem immer ein relativ positives, den relativ positiven Blickwinkel auf die Station zu zeigen, damit man sich, glaube ich, also es ist nur eine Vermutung, aber damit man sich halt auch dafür interessiert und vielleicht dann mal als Kollege wiederkommt. Deshalb fand ich es auch ganz spannend mal zu sehen, dass es logischerweise ja auch negative Seiten gibt
und die auch nicht zu vernachlässigen sind. Das fand ich aber einfach mal einen ganz netten und auch sehr, sehr ehrlichen Austausch. Fand ich wirklich sehr, sehr schön. Und ja, also morgen ist dann mein letzter Tag. Für mich geht es jetzt nach Hause, die Akten vorzubereiten und damit ich mich auch gut darauf vorbereite. Aber ich bin wirklich froh, dass es jetzt nur Diebstahl und Betrug ist, wo man ja wirklich felsenfest im Sattel ist und noch aus dem ersten Examen die ganzen Streitigkeiten kennt und da ja wirklich auch Detailwissen hat und auch weiß, worauf es ankommt. Das finde ich, sind ganz dankbare Fälle eigentlich für den Abschluss, weil jetzt irgendwelche Sachen zu bekommen aus dem Kunsturhebergesetz, also wie gesagt, das hat halt nur Freundin aus meiner AG bekommen, da wäre ich halt auch total lost und dadurch, dass es ja dann auch schon morgen ist, wäre die Vorbereitung halt immens viel gewesen und deshalb bin ich wirklich dankbar, dass es halt so Basic-Delikte auch sind und die jetzt momentan auch zumindest keine großen Probleme aufwerfen und ja, also würde ich sagen, ist doch ein schöner Abschluss für die Station dann morgen. Für mich geht es jetzt wie gesagt nach Hause, dann werde ich auch erstmal, weil es ist jetzt auch schon 14 Uhr durch, deshalb werde ich auch erstmal was zu essen machen von HelloFresh. Ich glaube, wir haben da noch so ein Reisgericht auf, hätte ich gerade echt Lust. Dabei nehme ich euch natürlich dann auch wieder mit. Und dann werde ich mich auch an meine Akten setzen und am Abend bin ich dann noch verabredet mit meiner Mama. Und wir wollen einen kleinen Filmabend machen und darauf freue ich mich auch schon total, weil ich ihr nämlich gesagt habe, dass es eventuell, je nach den Akten, die ich bekommen werde, vielleicht auch gar nicht klappt. Wird sie sich bestimmt gleich freuen, wenn ich anrufe und sage, dass es doch was wird. Aber das ist so noch mein Plan für heute und dann würde ich sagen, sehen wir uns zu Hause wieder, wenn ich HelloFresh koche und euch dabei natürlich mitnehme. Und ich hoffe, euch gefällt das Video. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, worauf ich mehr eingehen soll oder auch Videoideen, Vorschläge, Fragen, Anmerkungen oder egal, was euch auf dem Herzen liegt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich versuche wirklich auf alle Kommentare mal einzugehen. Folgt mir auch super gerne, wenn euch diese Vlogs gefallen oder generell mein Video-Content und der Einblick in das Leben von einem Rechtsreferendar. Dann folgt mir wirklich super gerne. Ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen. Und dann würde ich sagen, geht's für mich jetzt nach Hause und wir sehen uns beim Kochen wieder. Hallo meine Lieben, also ich habe jetzt schon meine Verhandlungen für morgen vorbereitet und habe auch gerade schon ein Q&A abgedreht, was ich gleich nach dem Essen auch noch schneiden werde für euch. Und ich dachte, das erzähle ich euch auch mal damit, weil ich schon mal die Frage bekommen habe, wann ich das dann immer so mache. Und ja, also so nebenbei. Oder in meiner Pause halt. Und jedenfalls geht es für mich jetzt ans Kochen und es gibt dieses leckere Gericht, was im Idealfall danach dann auch so hier aussieht. Und ich freue mich schon total. Also es wird eine Hähnchenpfanne süß-sauer mit Champignons, gerösteten Sesam und Reis. Und ich habe schon richtig Bock drauf und freue mich darüber. Und im Idealfall sieht es gleich so aus. Schönen Freitag wünsche ich euch. Heute ist einfach Freitag, der 15.03. und es ist einfach der letzte Tag in der Strafrechtsstation. Ich bin ganz ehrlich, ich kann es wirklich überhaupt nicht glauben und fassen, wie schnell die Zeit vergangen ist, dass ich jetzt einfach schon die zweite Station hinter mir habe und am Montag schon der Einführungslehrgang im Verwaltungsrecht beginnt. Ich finde es richtig verrückt
Und ich muss gestehen, langsam realisiert man halt auch, dass in nicht mal einem Jahr schreibe ich Examen und dass die Zeit halt irgendwie so schnell verfliegt. Ich finde es wirklich richtig verrückt. Vor allem, wenn ich daran denke, dass ich letztes Jahr ja noch auf meinen Reffplatz gewartet habe und da gefühlt die Zeit überhaupt nicht vergangen ist, ist es im Reff halt komplett das Gegenteil. Also gefühlt fängt man gerade an mit der Station, sie ist schon wieder vorbei. Ich habe gefühlt eigentlich gerade erst mit dem Reff angefangen. Und bin jetzt schon in der dritten Station, dann ab Montag. Und das ist irgendwie, ich kann es gar nicht glauben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich heute richtig, dass ich dann doch nochmal in den Sitzungsdienst eingeteilt wurde. Weil am Anfang war ich ja nicht so begeistert, weil erstens mein Ausbilder nicht da ist und zweitens ich ja bis vorgestern Urlaub hatte und es dann doch so ein bisschen, ja, stressig würde ich schon sagen war. Und ich auch schon so ein bisschen raus bin aus dem Strafrecht, weil ich mich schon angefangen habe, auf Verwaltungsrecht auch vorzubereiten. Weil ich nicht dachte, dass ich nochmal eingeteilt werde, weil ich ja jetzt halt 2,5 Wochen raus war. Aber ich habe mich jetzt nochmal darauf vorbereitet. Ich habe zum Glück auch nur wirklich Basic-Fälle, also wenn sich alles so rausstellt, dass es so ist wie in der Aktenlage. Und ja, aber ich freue mich wirklich, dass die Station wirklich auch nochmal mit einem Sitzungstag endet. Das finde ich schon irgendwie auch schön und das ist irgendwie so ein gebührender Abschluss, zumal wir auch so oft eingeteilt wurden in den Sitzungsdienst, ist es einfach ein wirklich schöner Ausklang nochmal. Jedenfalls musste ich dann gestern Abend noch ganz schnell meine Bluse bügeln, weil ich es fast vergessen hätte. Und das ist eigentlich so gefühlt meine Standardbluse für den Sitzungsdienst, weil ich das eigentlich ganz gern mag mit diesen Ruffles, also unter der Robe, deshalb habe ich die auch wieder an. Und meine schlichte, basic, schwarze Anzughose von Bershka. Und ja, so geht's für mich jetzt in den Sitzungsdienst. Ich nehme euch wie immer mit. Ich bin echt gespannt, auch inwieweit ich euch da so gut mitnehmen kann heute. Was tatsächlich auch halbstündlich getaktet ist. Also bezweifle ich so ein bisschen, dass ich diesmal allein im Raum sein werde. Nur, dass ihr euch schon mal darauf vorbereitet. Aber ich werde auf jeden Fall am Ende wieder erzählen, was es für ein Fazit war. Und vielleicht kommt ja der ein oder andere Angeklagte auch nicht. Und dann habe ich den Gerichtssaal wieder für mich. Für mich geht es jetzt, wie gesagt, ins Amtsgericht Potsdam und ich versuche euch, so gut es geht, wieder mitzunehmen. Meine Lieben, also meine Strafstation ist jetzt offiziell vorbei. Ich bin es immer noch total verrückt. Also ich habe noch mein Abschlussgespräch, wenn mein Ausbilder zurück ist. Aber an sich war es das jetzt. Also gut, am Montag fängt, heute ist Freitag und am Montag fängt ja auch schon die neue Station an. Aber trotzdem, ich finde es irgendwie, ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie schnell die Zeit einfach auch wirklich vergangen ist. Ich war wieder bei einer Richterin, bei der ich schon mal vor, ich glaube, so einem Monat in etwa war. Die war auch richtig nett und die hat mir auch alles Gute für die Zukunft gewünscht und es war auch richtig süß. Die Verhandlungen liefen heute auch alle richtig entspannt. Also da war jetzt nichts Besonderes dabei. Also es kam einmal tatsächlich auch zu einem Freispruch, weil sowohl der geschädigte Zeuge als auch durch die Einlassung des Angeklagten hat sich halt doch ein bisschen anders war, als es sich für die Polizei erst dargestellt hatte, woraufhin dann halt auch die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft fußte.
Und deshalb kam es da dann tatsächlich zu einem Freispruch. Vielleicht interessiert es auch den einen oder anderen. Man muss tatsächlich Einstellungen, muss man absprechen mit seinem Ausbilder, zumindest im Raum Berlin-Brandenburg. Aber Freisprüche kann man auch einfach so beantragen, einfach wenn sich's halt so aus der Hauptverhandlung ergibt. Und das habe ich auch getan. Ja, und dann war noch die Besonderheit, dass heute tatsächlich alle kamen. Aber es war ein wirklich schöner Abschluss. Also es ging zwar rucki-zucki hintereinander weg tatsächlich, aber es war jetzt nichts außergewöhnlich Kompliziertes oder Schlimmes dabei, dass ich den Vertreter hätte anrufen müssen. Ich habe dann auch noch die Sitzungsberichte geschrieben und bin dann auch zu ihm rübergegangen, habe die Akten abgegeben und dann mir gegenzeichnen lassen und bin dann auch wieder ins Haupthaus reingegangen. Aber ich finde das Haupthaus tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich bin, sogar ein bisschen auch schöner von der Staatsanwaltschaft, wenn ich ehrlich bin, weil das ist so ein Altbau und ich habe euch ja ein paar Einblicke gezeigt. Es ist schon alles schön mit den Säulen und allem und den Bildern an der Wand. Das hat schon was, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dann habe ich jedenfalls die Akten abgegeben und habe dann da auch gleich meine Robe abgegeben. Es tat schon ein bisschen weh, bin ich ganz ehrlich. Es war schon irgendwie cool, die auch bei sich so hängen zu haben. Aber das Kapitel Staatsanwaltschaft ist halt zumindest fürs Referendariat jetzt erstmal Geschichte. Und jetzt geht's schon in die neue Station. Also die Station war wirklich abwechslungsreich auch einfach. Also man hat ja zum einen die AG, den Sitzungsdienst, dann hatte man aber halt auch die Aktenarbeit für seinen Staatsanwalt, wo man dann die Anklagen oder Einstellungen schreiben sollte. Dann hatte man aber auch ganz viele andere Veranstaltungen. Also ob das war, dass man bei einer Obduktion dabei sein konnte oder dass man einen JVA besichtigt hat und da auch mit Gefangenen sprechen konnte oder auch die Polizeifahrt, dass waren ja alles Sachen, die man jetzt zum Beispiel in der Zivilstation gar nicht so hatte. Und es war auch wirklich cool und eine spannende Erfahrung auf jeden Fall. Was ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, bei mir zumindest, bin ich ganz ehrlich, ist definitiv das Lernen. Also meine Klausuren waren wirklich überraschenderweise, liefen die eigentlich alle ganz gut. Aber zum Lernen so richtig bin ich tatsächlich gar nicht gekommen. Und das hängt mir halt jetzt ganz schön nach. Also es muss definitiv alles nachholen, weil in der Station habe ich es halt wirklich gar nicht geschafft, einfach wegen dieser, ich sag mal, schon dreifach Belastung mit AG, Sitzungsdienst und Stationsarbeit für den Ausbilder. Hatte man dann halt noch so den Nebenjob und dann, ja, war die Zeit auch schon rum und das Lernen blieb da ganz schön auf der Strecke, bin ich ganz ehrlich. Aber ich hoffe, dass ich das jetzt in der Verwaltungsstation vielleicht so ein bisschen aufholen kann. Und wenn ich da die Wochenenden ein bisschen durchpower, dieses Wochenende bin ich auch wieder verabredet zum Nachholen, Nachbereiten. Dann ist man ja auch ein bisschen motivierter und ich hoffe und denke auch, dass man das noch schafft. Also ich hoffe es zumindest sehr, sehr eindringlich. Aber es war jedenfalls wirklich eine schöne Station und ich hoffe, ich konnte euch da auch so ein bisschen Einblick bieten und ja. Dann würde ich sagen, geht's jetzt schon in die dritte Station. Also, und es heißt halt auch, nach der Verwaltungsstation ist die Rechtsanwaltsstation. Und am Ende von der schreibt man halt einfach schon das zweite Examen. Oh Gott. Also, die Zeit rennt so dermaßen. Das ist wirklich heftig. Also, in einem Jahr habe ich das zweite Examen schon hinter mir. Hoffentlich erfolgreich. Aber ich finde das schon irgendwie verrückt, wie schnell die Zeit vergeht, bin ich ganz ehrlich. Aber ich will euch jetzt auch nicht weiter zutexten. Für mich geht's jetzt nach Hause. Ich werde heute noch einen ganz entspannten machen und halt wirklich den Tag auch ein bisschen ausklingen lassen, damit ich morgen gestärkt dann wieder in ein Lernwochenende starten kann. Und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen wieder. Bye!
Also für mich geht es jetzt zum Lernen. Zum Glück bin ich verabredet, weil ich bin ganz ehrlich, sonst hätte es, glaube ich, jetzt nicht durchgezogen, sondern wäre im Bett liegen geblieben. Ich bin ganz schön müde, aber die Lerneinheit muss definitiv sein. Deshalb würde ich sagen, geht's mal los. Also ich habe den ganzen Tag tatsächlich gelernt mit Lisa, also mit der Freundin, die schon weiter ist als ich. Und jetzt geht es für mich ins Outlet und ich treffe mich da mit Jule, also mit meiner besten Freundin. Und wir genießen den Abend. Wir sind jetzt bei Starbucks und jetzt kann das Shopping erstmal beginnen. Also wir waren sehr erfolgreich bei unserem Shopping-Trip und sind fündig geworden. Vielleicht ein bisschen zu erfolgreich. Okay. Und jetzt lassen wir den Abend noch schön ausklingen, weil wir haben ja das große Glück, dass wir hier im Haus tatsächlich auch eine Sauna haben und einen Spa-Bereich. Und jetzt werden wir hier noch ein bisschen den Abend ausklingen lassen. Und genau, morgen geht es dann auch wieder ans Lernen. Aber heute erstmal ein bisschen Entspannung und Kraft tanken. Oh ja. Und dann würde ich... Das Immunsystem. Kann ich nur empfehlen. Aber deshalb, ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da und folgt mir auch super gerne. Ich würde mich riesig freuen. Und schreibt mir auch gerne unten in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Videos sehen wollt. Oder wenn ihr irgendwelche anderen Fragen habt, dann schreibt sie mir auch super gerne. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bye!